Hallo, hallo! Heute gibt es ein kurzes Unboxing-Video und zwar über dieses Teil hier. Das ist ein CamSmart Mini DSLR Schwebestativ. Eigentlich, jetzt gleich vorweg, das Unboxing ist leider relativ langweilig, weil das Teil wirklich sehr schön verpackt war oder okay verpackt war und auch schon fix fertig eigentlich so kommt mit einer kleinen Tasche. Die sieht hier so aus. Und ja, sieh dir mal das Unboxing-Video an. Mit einem anderen Video werde ich dann ein bisschen etwas zeigen, wie man mit diesem Ding arbeitet und für was es eigentlich gut ist. Okay, gut, dann packen wir das mal aus. So, die Schachtel ist, naja, sehr unspektakulär. Einfach eine braune Schachtel, da passiert nicht viel. Was sehen wir hier drinnen? Okay, eine schwarze Tasche, hier, jawohl, und hier, wunderbar, schon zusammengebaut, fix fertig. Okay, cool, und eine CD ist auch dabei, für was auch immer. Schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns mal die Tasche an. Zwar für die meisten wahrscheinlich weniger interessant, aber ich finde sie recht cool. Ich habe schon in einigen Videos und Blogs gelesen, die ist ausreichend groß genug für die Steadicam, für die Halterung. Und man kann ja auch noch super Zubehörteile mit einräumen. Optimal. So, jetzt da zum Schwebestativ. Okay. Ja, gut. Hier ist die Platte drauf, das sieht man hier, greift sich sehr gut an, ist das hier aus Aluminium, wunderbar auch gesichert, dass die Platte hier nicht rausfällt, die Schraube ist ebenfalls, ja, greift sich auch sehr hochwertig an, hier der Verschluss, ja, sehr griffig. Okay, um hier links und rechts zu verstellen. Super. So, dann ist hier noch etwas Plastik drauf. Sehr schön. Also die Verarbeitung, muss ich sagen, bis jetzt ist schon sehr gut gelungen. Fester Gummigriff. Ja, funktioniert ja schon. Okay, also ich muss sagen, das Unboxing ist sehr unspektakulär. Ich kann nur sagen, die Verarbeitung ist hier wirklich sehr gut. Dürfte tatsächlich Carbon sein. Geht hier noch alles sehr, sehr fest und schwer. Auch zum Drehen sehr gut. Okay, ist ein Futterlamm. Alles zum Nachschrauben und Nachjustieren. Hier die Gewichte. Schauen wir mal hier. Sehr fein. Okay, muss sagen, von der Verarbeitung her wirklich optimal. Kleines, feines Ding. Für den Preis, muss ich sagen, bin ich bis jetzt schon sehr begeistert. Wie das Ganze dann in der Praxis aussieht, sehen wir dann auch noch. Einpacken hier. Hervorragend, es hat auch Platz in der Tasche. Ja, hier ist noch jede Menge Platz. Also die Tasche ist ausbaufähig. Da kann man wirklich noch toll ein paar Sachen mit einpacken. Okay, das war's auch schon. Wie das Ding dann einsetzen und einrichten, gibt es dann in einem anderen Video. In diesem Sinne, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.